begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama, moderiert aus Bern. Heute mit folgenden Themen: Vom Rasen in die Halle. Breitkicker Konopek verstärkt Double-Sieger Minerva. Und Gurtenfestival. Tausende von Menschen warten auf den Einlass. Bis vor kurzem schnürte Miroslav Goropek seine Fußballschuhe noch für den FC Breitenbach. Dies wird bald nicht mehr nötig sein, denn bald spielt er für den Schweizer Meister Minerva. Mein Kollege Manuel Moser hat sich vor Ort mit ihm getroffen. Das ist Encamarsonia. Okay. Das ist ein kleiner Club in einer kleinen Stadt. Okay. Und nachher ist in Zagreb, NK Zagreb, in der Super League. Und nach Zagreb komme ich in der Schweiz. Brasilianer, ja, Adriano. Ja, er war schnell, ein Körper stark, gut mit Bau, Technik, super, mit linker Fuß, gute Hacke und so. Ja, ich bin schneller, ich habe gute Schuss und ich bin gut mit Bau, Technik und ja, stark, Körper stark. Ja, ich probiere zu viele Tore gemacht in Minerva da. Gewinnen in Champions League und natürlich doppel in Schweizer Meister und Cupsiege. Ja, ich habe gespielt in Breitenrhein, in Promotion League in der Schweiz gegen Zürich im Schweizer Cup vor den 4 Jahren. Ich habe Tor gemacht, aber ich bin verloren. Mit dem Miro Konopek haben wir uns einen Zuzug geholt, der widerspiegelt, dass der Futsal als Sportart immer mehr attraktiver wird. Und da freuen wir uns auch, haben wir einen Fußballspieler, der ihre Promotion League hat gespielt, sich hat für Futsal Minerva entschieden. Und der zweite Grund ist auch bei ihm natürlich, er ist etabliert in Bern. Und es gibt auch für uns immer weniger Arbeit, wenn wir Spieler holen können, die schon etabliert ist in der Schweiz. Ja, beim zweiten Neuzuzug von Matej Fideszek erhoffen wir uns natürlich viel mehr Qualität im Team. Bringt eine riesige Erfahrung mit und von dem profitieren unsere alte, junge und neue Spieler. Und als zweites sind solche Zuzüge auch wichtig, für mit unseren Sponsoren zusammenzuarbeiten, die immer auf der Suche sind nach guten Leuten. Und er ist in diesem Beispiel ein sehr, sehr guter, ambitionierter junger Mann, der hier in der Schweiz sich etablieren will. Der Auftakt des 40. Gurtenfestivals war zwar etwas verhagelt, dennoch warteten Tausende von Menschen auf den Einlass. Worauf sich die Leute besonders freuten, hat meine Kollegin Gina Krücke vorher nachgefragt. Habt eine gute Zeit? Güsse ist geil! Ja. Micho, auf was freust du dich am meisten? Ja, auf gute Musik, gutes Bier. Vier schönste, oder besser gesagt, das wären die 5 schönsten Tage im Jahr. Auch wenn es heute nicht genau aussieht. Aber ja, es kommt gut. Schließe mich komplett an. Habe nicht mehr zu sagen. Ja. Ich komme zusammen da zu sein. Genau. Und auf Apache. Genau. Ich freue mich eigentlich am meisten auf Apache und Lil Nas freue ich mich auch mega. Ich freue mich auch sehr auf Jay Baldwin und Lone Ludwig freue mich auch. Sehr oft gehe ich nicht unbedingt wegen dem Line-Up rauf. Es ist echt halt schon ein Klassentreffen. Also man kennt halt irgendwie seit Jahren die Leute, die raufgehen. Ob das noch von Schulzeit ist, Gimmerzeit oder aktuell. Aber ich freue mich sicher auf Deichkind, Nina Chuba und natürlich Lil Nas X. Hey, ich freue mich so fest, jemand live zu sehen. Also, ja. Schon auf die Acts, würde ich sagen, und einfach mal aufs Feeling. Also ich kenne es gar nicht, bis das erste Mal hier. Und ja, nein, so ein bisschen auf alles, die Acts, die Leute. Ja, voll, auch einfach auf die Stimmung und ja, Apache. Ja. Voll, Nina Chuba freue ich mich auch mega. Dieses Jahr, glaube ich, sehr fest auf Bad Moms Jay und halt Low Ludwig, was echt ein Berner Konzert ist.
Ich glaube, bei mir ist der Jeremias. Künstler definitiv Apache, aber einfach auch schon wieder die ganze Festivalstimmung und so ist einfach immer der Wahnsinn. Das war's für heute von der Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Beiträge finden Sie unter jungfrauzeitung.ch. Jetzt geht es weiter mit dem Wetter mit unseren Kollegen von Matteo News. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter am Donnerstagabend für den Kanton Bern. Meine Damen und Herren, heute im Laufe des Tages hat sich eine Wetterbesserung durchgesetzt. Angefangen haben wir noch mit dicken Wolken und Regengüssen und nachher ist es aber immer sonniger geworden. Wir sehen hier auf dem Satellitenfilm, wie die Luft von Westen her vom Hochdruckgebiet abgetrocknet worden ist. Das sind entsprechend sonnige Aussichten dann auf den morgigen Freitag. Nach einer oft klaren Nacht hat es morgen am Morgen dann nur ein paar Schleierwolken, die durchziehen. Sonst ist es sonnig, die Temperatur am Morgen bei rund 11 bis 13 Grad. Falls in der Wohnung oder im Haus noch ein bisschen warm ist, morgen am Morgen könnte man perfekt durchlüften. Am Nachmittag wird es dann wieder hochsommerlich mit Temperaturen von 28 bis knapp 30 Grad. Es geht recht sonnig weiter mit ein paar Schleier und über den Bergen ein paar Quellwolken. Dürfte aber gewitterfrei und trocken bleiben. Ja, und dann schauen wir noch auf die nächsten paar Tage voraus. Am Samstag auch recht sonnig, gegen Abend aber ein ansteigendes Gewitterrisiko. Es wird heiß mit etwa 32 bis 33 Grad. Sonntag dann ein bisschen weniger hohe Temperaturen, ein Mix aus Sonne und Wolken mit einzelnen Regengüssen. Nochmal Gewitter in der Nacht auf dem Montag. Am Montag dann aber wieder stabil und recht sonnig. Sollte trocken bleiben. Das Gleiche gilt auch für den Dienstag. Ab der Wochenmitte dann voraussichtlich wieder ein höheres Gewitterrisiko. Hochsommerlich bleibt es aber auch in den nächsten Tagen in Sachen Temperaturen, meine Damen und Herren. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter. Bis bald. Auf Wiedersehen.